Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Kingdom Come Deliverance. Jawohl, in der letzten Folge, da haben wir die Patrouille mitgemacht und haben einen sehr undisziplinierten Wachmann zur Rede gestellt. Und jetzt haben wir die Aufgabe, wir sollen die Glocke läuten und den Leuten damit quasi Bescheid geben, geht nach Hause, es ist Feierabend. So, und das machen wir jetzt einfach mal. Wir werden die Glocke läuten. Hallo, mal aus dem Weg hier, Alter. Ey, wir haben es eilig. Ihr sollt nach Hause, nach Hause, nach Hause. Geh nach Hause, du gehst auch nach Hause. Nach Hause. Feierabend. Feierabend, nach Hause gehen. Entschuldigung, ich muss hier mal vorbei. Was? Pass auf. So. Ihr geht jetzt schön alle nach Hause. Und soweit ich in Erinnerung habe, war hier vorne, wo wir das Rathaus gesucht haben, auch eine Glocke. Und ich gehe jetzt einfach davon aus, dass sie diese Glocke hier meinen. Aufgabe abgeschlossen. Läutet die Glocke. So, und jetzt... Ach, wie, wir müssen zurück zur Händlerschenke. Da war mir doch gerade eben. Also gut, zurück. Feierabend. Ich habe die Glocke geläutet. Ja, die haben ja schon ihre Stände dicht gemacht. So, geh nach Hause, geh nach Hause, geh nach Hause. Du nicht, du arbeitest weiter. Ja, ja, dir geht die Puste aus. Und wir sind da auch. Was passiert denn jetzt? Wir haben einen Ladebildschirm. Eieieiei, jetzt gucken wir doch mal, was da passiert. Mann. Mein Freund, der Ladebildschirm. Tadam. Ja. Die Musik, was da im Hintergrund läuft, das ist die Original-Soundtrack von Kingdom Come Deliverance. Die habe ich einfach mal jetzt so immer laufen, weil sonst ist es ab und zu auch ziemlich ruhig, ja. Und das ist ja nicht schön. Und der Domherr von St. Wenzel in Olmütz war so besoffen, dass er das Schwein auf den Marktplatz trug, sattelte und darauf durch das Stadttor ritt. Also wir wussten, dass das nur böse enden konnte. Weshalb Herr Peter und ich losritten und nach dem guten Domherrn und seinem Schwein suchten. Und habt ihr ihn gefunden? Wir spürten das Biest bei einem Koben hinter Kronau auf. Ich meine, das mit der Tonsur auf dem Haupt. Das echte Schwein haben wir nie gefunden, aber der Domherr lag friedlich schlafend im Schweinestall. Gleich und gleich gesellt sich gern. Es scheint, als würde dies auch auf Säue und Prälaten zutreffen. Ein Toast, werte Herren, auf Säue und Prälaten. Gott schütze Ihren Speck. Herr Hans, vergib mir die Störung, aber ich muss... Was musst du? Willst du dich uns anschließen oder... uns einen ausgeben? Ich bedauere, aber wir trinken nicht mit Bauern. Das hier ist kein Dorf, du Bürschchen. Nein, Herr. Es ist Sperrstunde. Die Schenke wird jetzt geschlossen. Solange ich hier sitze, wird gar nichts geschlossen. Ist das klar? Wenn das alles ist, darfst du dich verabschieden. Hast du den Verstand verloren? Du kannst dem edlen Herrn keine Vorschriften machen. Der ist reizbarer als ein Bär mit Magenschmerzen. Wenn ich du wäre, würde ich ganz schnell wieder verschwinden. Der Vogt hat mir aufgetragen, die Schenke zur Sperrstunde zu schließen, sodass niemand nach dem Abendläuten die Ruhe stört. Was, der Vogt? Weißt du, der Vogt kann mich mal. Ich schätze, du hast nicht vergessen, wer der rechtmäßige Herr von Rathei ist, oder? Nein, es ist Herr Hanusch. Ach, und ist er hier? Oder versteckt er sich etwa unter dem Tisch? Nein! Tja, dann sind seine Worte leider nicht mal einen Furz im Badehaus wert. Außerdem hat er nur das Sagen, bis ich erwachsen bin. Das kann ja noch eine Weile dauern. Genug! So sprichst du nicht mit mir, klar? Ich bin ein Adliger. Ich bitte Sie, edle Herren, ihr werdet hier doch wohl keinen Kampf anfangen, oder? Und ob, wie wir das werden. Ich werde diesem Bauern zeigen, wo er hingehört. Hm.
Och Mann, das muss ich mir auch noch mit dem prügeln. Wenn es denn sein muss, hau mir ihn halt mal eins auf die Nase. Das ist schon ganz schön vor lauter Bengel, ne? Der Herr Hans. So, jetzt geben wir ihn aber mal einer rein hier. Ich schlitz dich auf, du Wurm. Ha! Ganz schön hinterhältig, der Furz, hä? Naja, gucken wir mal. Ach, denn es ladet wieder. Mann. Ja, es ist ja heute schon so ein richtiger kleiner Sommertag gewesen hier, ne? Ist schön warm und ist schöne Abendluft hier. Wie ist denn das bei euch? Ach, da kämpfen sie. Was in Herrgotts Namen geht hier vor sich? Was ist? Antworte mir, verdammt! Dieser Ochse hat mich beleidigt. Ich musste ihm eine Lektion erteilen. Indem du dich im Dreck wälzt wie ein Schwein? Ja, das zeugt doch von edlem Verhalten. Herr Hanusch, der Vogt befahl mir die Schenke. Sei still! Halte deinen Mund, du kannst wirklich froh sein, dass du aus Ratzigs Gemeinde stammst. Bist du denn völlig des Wahnsinns? Erhebst die Hand gegen einen Edelmann. Und du, Hans, wie oft habe ich dir schon gesagt, dass es vielleicht gut für die Moral sein mag, sich mit seinen Untergebenen zu betrinken, es deinem Ruf jedoch schadet. Du verbringst all deine Tage saufend und weiberjagend. Was egal wäre, wenn du auch deinen Verpflichtungen nachgehen würdest. Jetzt sehen wir ja, wohin dieses Verhalten führt. Morgen begleitest du mich zu einer Anhörung. Ein paar Gutsbesitzer baten mich, einen Disput zu klären. Du wirst dabei viel lernen können. Ich hatte eigentlich vor, morgen auf die Jagd zu gehen, aber wenn du meinst, ich solle den belanglosen Nörgeleien ein paar alter Narren lauschen, so sei es. So auf die Jagd? Nun denn, edler Herr, ich sage dir was. Geh ruhig jagen. Wirklich? Oh, gewiss doch. Wer bin ich denn, es zu wagen, den jungen Herrn Carton seines Spaßes zu berauben? Und Heinrich wirst du als deinen Knappen mitnehmen. Den? Auf gar keinen Fall. Du tust gefälligst, was ich sage. Es ist längst überfällig, dass du lernst, Menschen auch abseits der Wirtshäuser zu führen. Jetzt verschwinde! Herr, ich bin dem Vogt verpflichtet und ich kann nicht... Jetzt nicht mehr! Du bist ab heute Herrn Carpon verpflichtet, klar? Es ist Zeit, dass du lernst, wie man sich in der Gegenwart des Adels verhält. Gehen wir! Sag der Küche, ich bin hungrig. Es war eine lange Reise. Na toll. Jetzt müssen wir mit diesem Kind da, jagen gehen. Ich... Ist doch bescheuert, ey. Das habe ich ja eigentlich gar keine Lust. Jagdfieber, Quest begonnen. Ja, ich bin jetzt ein bisschen bockig gerade, ne? Okay, ich würde sagen, wir suchen uns mal einen Schlafplatz, ja. Hast du mir ein Zimmer? Tag. Guten Tag. Nein, ich möchte ein Zimmer. Du bist ein Bürger. Ich brauche ein Zimmer. Ich bin in einem privaten Bereich. Na super. Wo soll ich denn jetzt wieder pennen, ey? Naja, gut, dann gehen wir da runter, wo wir die letzte Nacht auch verbracht haben. Und werden mal ein bisschen schlafen, dass wir am nächsten Tag fit sind, weil wir müssen ja mit Herr Carpon auf die Jagd. Mann, ey.
Wieso schleichst du im Dunkeln herum? Ich schleiche nicht herum, ich suche was zum Schlafen. Belegt. Hier ist was frei. Komm, dann schlafen wir doch hier. So. Bis zum Morgengrauen und noch viel weiter. 7 Stunden. Jawohl. Und gute Nacht. Ja, und danach müssen wir was essen. Ich hoffe, der ist auch so früh wach. 5 Uhr morgens. So, dann gucken wir doch mal. Ja, eine Ratte. Bei mir auch. So, naja, gut, tun wir mal was essen. Was haben wir denn noch? Ist alles nicht mehr so toll hier, ne? Ach, du grüne Neune. Das Essen ist alles schon vergammelt. Wir können doch kein Gammelessen essen. Ich habe Hunger. Ey, aufstehen. Gibt's hier irgendwo was zum Futtern? Da gibt's nichts zum Futtern hier. Der wird schon wach. Ein kopfloser Bürger. Wo kriege ich denn hier was zum Essen her? Ja. Jetzt stell dich mal nicht so an. Das war doch hier. Hallo? Bäcker. Vielleicht ist der ja schon wach. Bäcker haben doch immer früh auf, ne? Nee, ist auch zu hier. Oh, das ist der Bäcker hier. Sind wir so früh oder was? Hallo Bürgerin. Gucken wir mal, ob der hier was zum Futtern hat. Schankmaid. Hallo, stopp, Schankmaid. Ach nee, ich dachte, du hast was. Ist alles noch dicht hier. So, würde ich, dann wisst ihr was? So um 8:30 wird man ja wohl wach sein, oder?
Und die Zeit vergeht. Ja, komm, das reicht. Das reicht. Jetzt gucken wir mal, dass wir was zum Futtern kriegen. Das machen wir noch in dieser Folge. Und in der nächsten Folge werden wir dann mit unserem Jungchen da auf die Jagd gehen. So. Schuster. Du hast mir noch gefehlt. Hallo, kopfloser Bürger. Selber, hey. So, was hast du? Ja, mit dir auch. Lass uns handeln. Wir verkaufen erstmal. Wir verkaufen die ganzen Äpfel. Dann verkaufen wir die Brezel, das Brot, das Brötchen, die Karotten, den Käse. Ist ja alles schon schlecht. So, Warenkorb. Und komm, da handeln wir jetzt nicht rum. So, und jetzt habe ich Hunger. Kaufen wir mal 2-3 Brezeln. Ja. Und Handel abschließen. Dankeschön. Hat mich gefreut. Teure Brezeln hier. So. Okay. Da brauchen wir wohl noch eine Brezel. Das ist aber teuer. Komm, nehmen wir mal eins. Und tun das gleich mal futtern. Gebratenes Huhn. Schmeckt bestimmt gut. So, okay. So, jetzt gucken wir mal noch, wo dieser Kollege ist. Ja, wir sind wieder voll auf dem Damm, wir sind einsatzbereit und für alle Schandtaten bereit. So, und da wird er jetzt doch irgendwo sein, hallo? Bürger, Bürger, Bürger. Okay, da ist er, der Herr Hans Capone. Und in der nächsten Folge werden wir uns mit dem mal unterhalten und mit ihm dann auf die Jagd gehen. Ich bedanke mich mal ganz herzlich fürs Zuschauen. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, dann könnt ihr auch gerne mal ein Abo da lassen. Und in den Kommentaren könnt ihr auch gerne jegliche Art von Kritik, Anregungen und ja, alles Mögliche halt reinschreiben, was ihr so Lust habt. Also ich bedanke mich mal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.